Geschichte ereignete sich vor mehr als 300 Jahren im brandenburgischen Kampel. Es ist die wahre Geschichte vom grausamen Junker namens Ritter Christian Friedrich von Kalbutz. Und es ist eine Geschichte ohne Ende. Denn der Kalbutz will nicht sterben. 1690. Ritter Kalbutz will sich an der Jungfrau Maria Lepin vergehen. Der wahnsinnige Feudalherr nimmt für sich das Recht der ersten Nacht in Anspruch. Wer nicht gefügig ist, wird vergewaltigt. Doch Maria Lepin wehrt sich und als ihr Verlobter, der Schäfer Pickert, die Vergewaltigung verhindern will, erschlägt der Kalbutz den wehrlosen Mann. Brutal, erbarmungslos. Maria Lepin bringt den Mörder vor Gericht, doch der Junker leugnet die Tat und leistet einen Meineid. Zitat: Wenn ich die Unwahrheit sage, so soll mein Leichnam niemals verwesen und ich als Geist ruhelos umherwandeln. Der Junker wird freigesprochen. 1702. Der Kalbutz ist eines natürlichen Todes gestorben und wird in der Familiengruft beigesetzt. In den Jahren danach behaupten die Menschen in Kampel immer wieder, der Geist des Kalbutz geht um. Auf der Brücke zum Dorf springt er die Menschen an. Doch der Junker liegt im Sarg. 200 Jahre lang. Dann wechselt das Schloss derer von Kalbutz den Besitzer. Die neuen Schlossherren inspizieren die Grabkammer. Jeder Sarg in der Gruft wird untersucht. Alle Leichen sind bis zur Unkenntlichkeit verwest, zu Staub zerfallen. Dann öffnen sie den Sarg des Junkers Ritter Christian Friedrich von Kalbutz. 200 Jahre nach seinem Tod, der Kalbutz. 1997. In der Kapelle des Örtchens Kampel liegt der Kalbutz. Eine Touristenattraktion, ein ungelöstes biologisches Rätsel. Verwaltet vom Ortspfarrer Peter Freimark. Der Geistliche glaubt an vieles, aber nicht an Geister. Der Kalbutz tut hier in diesem Ort niemand was. Es ist manches mit ihm angestellt worden in der Vergangenheit. Das ist wahr, im Ehebett gelegt und all so eine Scherze. Aber das, was da mit der Brücke und so, dass er dann Leuten Mitternacht aufspringt oder dass die Tür offen ist, oder davon halte ich gar nichts. Mysteriöse Tatsache ist, der Kalbutz verwest einfach nicht. Man kennt es von Moorleichen oder von Eismumien. Doch der Kalbutz lag nicht im Moor, war nicht im Eis eingeschlossen. Genügend Gründe für Geistergeschichten rund um die Leiche. Zu dem Mysteriösen, irgendwas dazu ist schon ganz gut. Und sowas erzählt sich weiter. Ob die Leute dann glauben, kann ich mir nicht vorstellen, aber da läuft eine Menge, ja. Es gibt Gerüchte, die mit Kalbutz Umgang hatten, dass die eines mysteriösen Todes gestorben sind. Das halte ich für nicht glaubhaft. Also meine Meinung ist, dass alle, die zu viel mit Kalbutz zu tun gehabt haben, also nicht besonders alt geworden sind. Zieht der Kalbutz die Menschen noch immer in den Tod? Reinhard Kort und andere Dorfbewohner trauen dem Kalbutz nicht über den Weg. Etliche Leute aus dem Dorfe wollen ihn gesehen haben, wie er nachts durchs Dorf gespinstert hat. Auf einer Brücke habe er ihnen aufgelauert. Im Nebel sei sein Schatten aufgetaucht. Für viele Menschen in Kampel lebt der Kalbutz, geistert herum, will einfach keine Ruhe geben. Der Geist des grausamen Junkers ist vielleicht ein Märchen, die unverweste Leiche nicht. Es gibt mehrere Gruften, in denen Särge bzw. Mumien liegen, aber da sind eben alle nicht verwest. Denn in dieser Gruft waren ja drei Beisetzungen und die anderen beiden sind verwest, aber Kalbutz ist nicht verwest. Diese Besonderheit hat den Kalbutz auch für die Wissenschaft interessant gemacht. Seine Leiche wurde jeder nur denkbaren Analyse unterzogen. Federführend dabei war Professor Dr. Meinrad Lüning. Man kann ausschließen, dass er äußerlich verletzt wurde. Man kann eigentlich auch ganz sicher ausschließen, dass er mit irgendwelchen Drogen behandelt wurde, zum Beispiel mit Natronlauge, wie man es bei den ägyptischen Mumien gemacht hat. Also man kann darüber denken, wie man will. Und kann wissenschaftliche Analysen betreiben, wie man will. Mit Sicherheit ist das schon was ganz Ungewöhnliches, dass diese Mumifizierung erfolgt. Wenn das nicht so wäre, wären ja unsere Kirchhöfe, unsere Kapellen voll von natürlich mumifizierten Personen. Das ist nicht der Fall. Es ist schon etwas Seltenes, das muss man sagen.
ohne dass ich unbedingt sagen will, es ist ein Wunder, aber es grenzt an ein Wunder. Ein Wunder? Auch anderswo gibt es auf unerklärliche Weise mumifizierte Leichen. Und doch bleibt die Frage, wie viele von ihnen haben zu Lebzeiten diesen Eid geleistet? Zitat: Wenn ich die Unwahrheit sage, soll mein Leichnam niemals verwesen und ich als Geist ruhelos umherwandeln, bis in alle Ewigkeit. Das Rätsel um den Kalbutz? Es wird ein Rätsel bleiben.